Ja, und er hat Erfolg damit. Er gibt sich als libertärer Freigeist, hat aber in seinem Unternehmen wieder den Kollektivismus eingeführt. Das Modell Amazon ist komplett monolithisch, mit einer beinahe totalitären Überwachung der Beschäftigten, die in ständiger Angst um ihren Job leben und letztlich einem Mann, der ein Monopol anstrebt. Hat nichts mehr zu tun mit den vollmundigen Versprechungen am Anfang. Nach der Devise Work hard, have fun, make history. Arbeitet hart, habt Spaß, schreibt Geschichte. Eine wirklich beängstigende Devise, die aber in den Amazon-Depots zur konkreten Realität wird. Danke, Jean-Baptiste Mellet. Ihr Buch In Amazonien, eingeschleust in die beste aller Welten, ist 2013 auf Französisch bei Fayard erschienen und immer noch erhältlich bei Amazon. Darauf habe ich keinen Einfluss.